Oh Gott. Wo bist du jetzt? Dann ist meiner tot. Warte, ich TP dich die mal schnell her. TP. Nein, nein, das geht doch nicht. Doch. In die Richtung ist die Seite. Da hinten ist nix. Ach, da ist auch mein Tod. Dann kann ich auch einfach zu meinem Tod latschen. Bäh. Aber wieso greifen dich meine Hunde an? Also meiner ist jetzt tot. Aber es ist lustig, wie dein Körper hier rumliegt. Ich sehe mich. Ja, du liegst da. Kann dir mal jemand abbauen? Nö, der bleibt da jetzt. Brauchst du nicht weinen, Wauzi? Also gut, mein Hund bleibt in der Tasche. In der Tasche. Der kommt nicht mehr raus. Dein Handtaschenhund, ja. Ich bin gar nicht mehr im Survival-Modus. Es tut mir leid, dass mein Hund dich gekillt hat. Es tut mir sorry. Wie baue ich jetzt meine Leiche ab, dass die da nicht mehr rumliegt? Brauchst schon nicht. Naja, die wird aber eben auch auf der Karte markiert die ganze Zeit. Du kannst die Wegmarkierung. Ach so, ist sie weg. Okay, die Wegmarkierung kannst du aber an der Journey Map auch löschen. Ich wusste nicht. Ach, Mann, es tut mir leid. Es tut mich sorry, ne? Ach, das tut dir gar nicht leid, das hast du mit Absicht gemacht. Genau, ich hätte es ja mit Absicht, mein Hund. Der Hund auf einmal. Das ist einer ohne. Ich wollte gerade sagen. Ja, okay, dann lass uns mal weitergehen. Ah, ich habe schon wieder so viel Scheiß im Inventar. Ja, nicht das, den also Scheiß. Das, was du in den Mund nimmst, nehme ich nicht mal in die Hand. Nee. Okay. Lass uns mal weitergehen. Was möchte man denn? Ein grünes Biom? Was ist das hier? Hier ist ein Frosch. Hier ist ein Eisbiom. Also ein Schneebiom. Ja. Kinpatch. Ich bin verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt. Brauner Pilz. Doch, da kommt den immer mal mit. Pilze kann man immer brauchen. Ich bin der typische Looter, ich nehme einfach alles mit. Ich habe aus dem ganzen Pilz ganze 2 Pilze rausbekommen. Kannst du dir das vorstellen? Haha, ich habe 6. Wahrscheinlich bist du gelaufen, hast meine gemobst. Ja. Weiß ich nicht. Ob ich welche von dir aufgesammelt habe, kein Plan. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ja, das geht viel zu schnell hier. Schon irgendwie. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, was von Biomen suchen wir uns aus für unsere Heimat. Brauch was zu futtern für meinen Wout, der heult mich die ganze Zeit an. Kannst du ihm keinen Burger geben? Was leuchtet denn da hinten so? Eine Kürbislaterne oder was ist das? Und dann ja, warum steht hier eine Kürbislaterne rum? Weiß ich nicht. Ich tue jetzt auf jeden Fall schlafen. Ja doch, das ist doch eine Kürbislaterne. Okay. Geh mal schlafen, Junge. Nee. Nee, wieso? Es ist so kalt bei dir. Stimmt. Es ist wirklich kalt, ich muss erstmal Schnee wegräumen. Ah, ja, so ist es. Die Nacht wird durchgeschlafen. Ist aber schön. Jo. Ah, oh, schön. Vergiss das Trinken nicht. Also jetzt nicht in-game. Achso, ja, genau. Gleich. Gleich. Backpack aufmachen, auf den Rücken. Ne? Au! Drück meine Flasche nicht auf. Alter. So. Ich versteh's nicht, warum mein Hund aggressiv ist und deiner nicht. Ich check's einfach. Es ist mein Appel. Ein Ei habe ich leider nicht. Oh. Was sind wir denn eigentlich? Journey Map, J. Ah, okay. Ich will das aber eigentlich nicht in ein Schneebio. Oder laufen wir einfach mal durch. Weiter Richtung Westen. Wir können auch weiter Richtung Westen gehen, ja. Hui! Pass auf, dass es nicht ausrutscht. Oh, ich habe schon wieder Blutflecken im Gesicht. Oh, was machst du denn? Ich weiß nicht. Was ist das? Schlamm. Erde. Nein? Der Schlamm, ja. Schlamm. Der glibbert so schön. Einfach mal mitnehmen, dass ich einen dabei habe. Ich weiß dann nicht für was, aber... Ja, wir können ganz coole Kamine machen, ne, fürs Haus. Aus Schlamm? Weiß ich nicht. Schlammziegel gibt's bestimmt einen. Sicherheit. So. Hui. Ach, da hinten.
Und ich bin hier. Guckst aber schon immer weiter in deinen Chat, ne? Nicht, dass du irgendwas verpasst in deinem Chat. Ach, ich guck da hin und wieder mal hin, aber da passiert gerade relativ wenig. Okay. Naja, was soll's. Baum. Baum. Aber das ist ein anderes Wolf, das ist, Fuchs, Fuchs, Schneefuchs, Schneefuchs. Oh, aber wir haben jetzt keine... Ach so, die kann man ja sowieso nicht, zählen. Nee. Man könnte die vermehren mit, Süßbären, ja, aber... Wir haben die perfekten Tiere gefunden. Haben wir das? Ja. Kann man mit den Viechern interagieren? Man kann sie reiten. Weiß aber nicht mehr, wie man sie nehmen kann. Chocobo. Ja, war das nicht. You have reached Level 2 in Charisma and unlocked. Okay. Ach Gott, wir haben hier Charisma. Mhm. Jetzt bin ich Level 4 Charisma. Ja, du kannst dich jetzt wahrscheinlich so lange bequatschen, bis... ja. Nur komm her. Ich will auf die reiten. Aber ich glaube, ich brauche mal irgendwie einen Sattel oder so. Ich glaube, man konnte sie irgendwie streicheln mit Rechtsklick in der Hinsicht. Da war, glaube ich, was. Wenn man die Tiere, glaube ich, nicht gleich niedermacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Mod war, was ich da reingepackt habe. Warum habe ich den rein? Die andere Frage. Also gut, ich gehe weiter. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie man sie zähmt. Kann ich die Füße... Ja, aber bei mir pfeifen sie auch noch. Hui, wo ist der Fuchs? Wie war das? Wie macht der Fuchs? Da fand ich die... Ich hab grad einen... Also, warum macht man nicht? Ich hatte doch gerade einen Fuchs gestreichelt, warte mal. Ich hab den gerade rechts geklickt. Ja, gibt tatsächlich Charisma. Wenn ich dich jetzt rechts klick, gibt auch Charisma. Hallo. Kann ich deinen Hund auch? Ich kann deinen Hund auch streicheln. Ich streichle dir jetzt über den Kopf. Gib dir einfach Charisma. Einfach draufbleiben. Ich tu Charisma sammeln. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... Ich hab Mädchen. Ay, fein. hat du fein gemacht. Du hast dann mich umbringen lassen von einem Köter. Es tut mir leid. Oh, Büsche. Blueberry. Die kann man wahrscheinlich essen und da bringt nichts, oder? Ja, man kann sie essen und man tut sich auch nicht weh, wenn man reinspricht. Och Mann, dann sind das langweilige Büsche, die mag ich. Oh, warte mal. Kann man mit den Blueberries vielleicht die essen irgendwas, was in der Nähe ist, war das, glaube ich. Die spawnen in der Nähe von irgendwas, wo man sie auch zähmen kann dann. Das ist ein Kaninchen. Was ist hier noch? Schneehasen. Was ist das? Eine Frucht? Sandfrucht? Kaktus? Cantaloupe. Mhm. Ich weiß auch nicht. Nimm's halt mal mit. Hey. Ich glaube die hier. Klaust aber das Ding. Will dir Flachs. Ja, die hat jetzt nichts verloren, die Pflanze. Okay. Vielleicht die Blueberries? Okay, vielleicht Cantaloupe? Oh, was verliert das hier? Hat das verloren? Oh, eine Feder. Oder waren das die hier? Irgendwas sollte bei denen in der Nähe wachsen. Das sollte man dann nehmen können. Kieskraut. Ja! Zähmung erfolgreich! Ich weiß jetzt nicht, wie man drauf reitet, aber... Er gehört jetzt mir. Wie hast du es denn gemacht? Not enough level to pick up pet. Mit diesen komischen Rüben, die hier rumlaufen. Ach so. Die Rüben, die hier rumlaufen, ha? Consume XP. Oh, ich habe eine goldene Rübe davon jetzt gefunden sogar. Aber wie kann ich die jetzt reiten? Ah, wunderbar. Geht das jetzt auch mit? Ein rotes Halsband. Ja, aber wie konnte man die reiten? Gab es da einen Sattel? Warte mal. Genau. Chocobo pfeift. Feder, Helmet, hier Sattel. Scheiße, jetzt brauchen wir einen normalen Sattel. Machen wir nicht. Warte mal. Bis wir da einen normalen Sattel finden. Das
Kann unter Umständen ein bisschen dauern, ja. Ja, Saddle. Echo. Hol ich jetzt schnell zwei Sattel für die vier. Ich kann es doch nicht machen. Jetzt cheatest du auch noch. Ja, in Mann, der Hinsicht schon. Cool. Jetzt nur die Ausnahme mit dem Essen vorhin. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück in den normalen Modus. Weil bis wir da einen Sattel finden, können wir die Viecher ja nie mitnehmen. Bist du? Hier bei meinem Schokobo. Okay, warte. Ich habe eine Sattelkraft. Eine Sattel? Hier, hinter dir. Und dann kannst du drauf sitzen, deine Tiger. Kannst du damit reiten. Okay. Jetzt habe ich noch einen ziemlich hässlichen Kopf im Gesicht. Ja, ich habe es mir auch gedacht, aber wir können ja F5 machen. Ja. Kann das auch schneller rennen? Kann es auch fliegen? Ich glaube, es hat, wenn man irgendwo runterfliegt, keinen Fallschaden. Bin schneller als du. Da bist du gar nicht. Das sieht so blöd aus. Gott. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, wo wir hinreiten. Wir reiten halt einfach. Huch. Hier ist eine Struktur und hier liegen auch Kürbisse. Und eine Laterne. Da wir keine Monster anhaben und können. Lagerfeuer? Und da wir keine Monster anhaben, können wir da mal rein. Ach, hier kann man reingehen? Sterben kann man trotzdem. Wenn es irgendwo was gibt. Ja, das habe ich gesehen, dass man schon sterben kann. Da muss bestimmt irgendwo eine. Gibt's bestimmt. Ah, da oben. Da fehlt aber irgendwie ein Buch. Warte mal. Ich kann immer noch kein Ding benutzen. Aha, meins. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Oh. Weite Weizenkörner brauche ich. Stock kann ich da lassen. Was kann. So, lasse ich jetzt die Erde da oder lasse ich Bruchstein? Wieso habe ich jetzt die Kerzen im Inventar? Du hast doch die Kerzen. Ich habe ein paar Kerzen abgebaut und die anderen hast du mir irgendwie abgenommen. Beim Abbauen. War keine Absicht. Doch. Volle Absicht, natürlich. Was mache ich jetzt? Ja, wirklich Wasser drin. Warum habe ich hier Wasser im Rucksack? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wie du den Wasser in den Rucksack bekommen hast. Ist ja voll gelaufen. Wahrscheinlich. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal in meinen Rucksack. Tue ich jetzt was rein. Nehme jetzt mal das Zeug hier mit. Okay. Also, ich habe da jetzt mitgenommen. Nehmen wir jetzt mal. Ich packe jetzt mal mein Holz noch hier rein. Und den Stick. Den Schlamm. Ich hatte den Rucksack irgendwie größer in Erinnerung.